So, Bay, was brauchst du denn Hilfe? Hier hinten bei deiner Technikwand. Die Maschine habe ich aber nicht dazwischen gesetzt, oder? Nö, das war alles ich. Kannst du gerne alle wieder rausnehmen, sind, waren nur Probe, dürftig, ob sie funktionieren. Aber was sie machen und wofür, das, wofür sie da sind, ist die andere Frage. So, perfekt. Jetzt habe ich alles raus. Jetzt kann ich die Maschine auch wieder abbauen. Es geht hauptsächlich um die Maschine, die einen Wasserzugang benötigt. Mhm. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie Latex benötigt. Wasser wäre hier unten. Genau. Hab ich das gerade? Nee, hab ich nicht. Nee, nee. Dann kommt die Maschine dahin. Haben wir noch Transfer Pipes? Ich glaube nämlich nicht. Ups, du hast das aufgesammelt. Und ich höre dich schon wieder nicht, nur zu dem Ball. Ernsthaft? Hallo? Ich höre dich immer noch nicht. Jetzt? Ja. Keine Ahnung, was Discord heute wieder hat. Ja, der zeigt mir immer noch ein Update an vom letzten Mal. Das habe ich nicht installiert. Ach, darum. Warte mal, jetzt muss ich hier ganz kurz Aufnahmeordner, OBS und das hier. Apropos OBS. Bin zwar gerade mitten in der Aufnahme, aber das muss jetzt mal sein. Ja. Ja, wenn dort Zeug rein soll, brauchen wir Transferpipes. Ach, da haben wir noch zwei Stück, die reichen nicht. Ja, ich überlege gerade, ob das halt so supi ist, das vollautomatisch zu machen, weil ich weiß nicht, wie viel wir von diesen Mengen brauchen. Also, das dient ja, um Latex, Quatsch, um Plastik herzustellen. Mhm. Und dann weiß ich halt nicht, in welchen Mengen wir das brauchen, weil wenn dauerhaft der ganze Latex rausgesogen wird, den wir eigentlich für Eva zum Beispiel verwenden, dann wäre es halt auch eine super Bombe. Ansonsten. Kann man die Maschine so abbauen? Oder brauchst du ein Dings dazu? Was kann man einfach abbauen mit der Picke? Wow. Der kriegt von hinten Strom, ne? Ja. Das ist scheißegal. Nee, nee, der Magma Crucible mehr nicht. Der kriegt jetzt von unten Strom. So. Halt. Geht nicht. Doch. Na. Wie gesagt, geht nicht. Nein, aber. Lass das! Lass das doch, du kannst das mit einer. Es geht, du kannst das mit einer Wrench wegmachen. Du musst da nicht die Leitung abbauen. Wie war das? Nicht. Das meinte ich eben, das geht halt nicht. Ja. Pech von hinten. Da musst du das. Das geht alles da rein. Wo ist dein Problem? Wenn warum ist diese. Warum ist der hier zweimal angeschlossen? Oben und unten. Unten ist Output, oben ist Input. Verschiedene Stromversorgungen. Dann leg das hier woanders hin. Also.
geht jetzt nicht anders. Das mach. So. So, genau. Dann kommt dort der Filter rein. Hier die Maschine. Das ist Energie, Wasser und Latex. Dass man das automatisieren kann. So, Fluid Pipe. Ich weiß es nicht. Ich dachte, also wäre ja schön, wenn es gehen würde. Ich muss jetzt gerade gucken. Mir wird nicht angezeigt, wo der Latex drin ist. Der Latex ist direkt daneben. Ja, ich habe keine Fluid Pipes mehr. Bevor du es verbindest, gibt es eine Möglichkeit, wie du Prioritäten setzen kannst? Irgendwie, einfach erstmal nachdenken. Inwiefern? Weil mir wär wichtig, dass erst der EFAB-Tank immer voll ist, bevor er überhaupt anfängt, Plastik herzustellen. Weil sonst habe ich die Gefahr, dass er von der Maschine her Latex sofort immer in den Prozessor reinpumpt, der es immer gleich umwandelt in Plastik. Und wenn bald nichts mehr an Latex im EFAB-Tank. Warte mal, das wird hier sowieso gerade rausgepumpt. Die Maschine muss hier hin. Weißt du, was ich meine? Ja, ey, dieser Elevator. So. Wir müssen nämlich ein Fluid Output jetzt hier ranbauen. Das heißt, das Latex-Ding kann um eins nach hinten gesetzt werden, sogar. Dahin. Warum Flüssigkeit noch immer in den Kohlegenerator gehen, das ist mir ein Rätsel. Was? Ja, ja, die Pipe war verbunden mit dem Ding. Ach so. So, so, so. Palim, palim. So und so, der füllt jetzt Latex. Da passen nur 8 Eimer Latex rein. Der Tank wird nicht mal leer, also. Ja, ich meine nur, sobald du da Wasser zugibst, produziert er schon, das meine ich. Kannst du ausschalten. Sicher, dass das mit dem Redstone geht? Wieso mit dem Redstone? Du hast da drinne Play-Pause-Button beim Latex-Prozessor. Wo? Was? Guck mal oben, klick mal rein und guck mal da oben, wo Latex Processing Unit steht. Da hast du. Genau. Oh. Das Maschinen haben. Das ist. Ja. Das muss ich nur noch das Wasser verbinden. Das ist da hinten. Ich bräuchte halt Fluid-Teile, sonst kann ich nichts machen. Sag mal, verschwindet bei dir. Sag mal, jetzt reicht's aber langsam. Ja, guck mal, kannst du den irgendwo anders hinsetzen? Mal gucken, dann hat man hier schön das Pausezeichen. Woanders geht leider nicht. Das sieht dann alles nur kacke aus. Brauchst du so viele? Weil wir essen das Fleisch doch eh nicht. Wir haben doch hier viel, viel geileres Sachen als dieses Trockenfleisch. Ach, du meinst hier die Drying Racks? Ja, weil ich das eine ja abgebaut habe. Ja, das ist mir egal, das eine Ding. Also, ich dachte, weil nee, du, mir geht's. Nee.
Erstmal ganz kurz, ist diese Fluid Pipe verbunden? Nö. Die verbindet sich nur, wenn du ja, Play, jetzt wenn ist du, die verbunden. Ja, wenn du auf Play drückst, verbindet die sich nur. Lass mal bitte auf Play. Weil das irritiert mich nämlich. Jetzt. Ja, ich brauche diese Fluid Pipes. Ohne die kann ich das Wasser nicht noch hinzufügen. Jetzt brauchen wir für die Dinger wieder. Dein Immersive-Gedöns. Und eine Transfer Node Fluid. Daran würde es eher scheitern. Und wir haben keine Fluid Pipes. Ich kann es höchstens mal mit den Dingern versuchen, wie CO2 das hat. Aber das wäre mir auch neu, wenn ich das jetzt irgendwie hinkriege. So. Nee, können wir schon vergessen. Da ist nichts mehr frei. Also Fluid Pipes. Silikon, Leder und das Zeug, ja. Kannst du gleich ein bisschen was mehr von den Transfer Pipes herstellen? Also, ich stelle die gerade nicht her. Ich habe mir nur das Rezept angeschaut. Also, warte, wir brauchen Transfer Pipes, am besten 2 Stacks. Wir brauchen Fluid Transfer Node und Item Transfer Nodes, damit wir auch von unten dann das Zeug hochlutschen lassen können. Was in den Void Minern ist. Also, wie gesagt, ich mache Transfer Pipes. Stinknormaler Tank, ne? Ja, das da oben ist ein Advanced Tank, okay. Ich glaube, wir haben nur einen für Lava. Der Rest ist normal. Warte mal, die verbinden sich nämlich nicht, wenn ich die jetzt hier den drunter setze. Hallo? Wieso? Kann ich den auf einmal nicht mehr setzen? Ach, das geht nicht. Aha, weil darüber ja so ein Leck mich am Arsch ist. Das wird echt eng dahinter. Scheiß aus, wenn der Tank so ja nach hinten gelegt ist, muss ich ehrlich sein. Brauchst du einfach nur diese Transfer Pipes oder noch was? Ich brauche noch Fluid Nodes und Item Nodes. Ich mache nur die Transfer Pipes. Nee. Ohne Fluid Node kann ich da kein Wasser reinpumpen, Darko. Das wird alles benötigt. Dann mach. Warte kurz. Welche Maschine war das nochmal? Rolling Maschine. Du kannst Fragen stellen, ey. Gut, jetzt stelle ich aber eine Frage. Wo ist die? Ach, da. Irgendwo um nirgendwo. Jetzt ist der dort. Das heißt, das kommt dann dahin, die Sink. Kommt dann dahin. Da war jetzt Latex drin, genau. Okay. Wie hieß das jetzt noch, was du dazu brauchtest? Ich brauche Transfer Pipes. Wenn es geht, ganz, ganz viele, weil ich ja noch von unten nach oben. 4 Stacks habe ich jetzt gemacht. Sehr schön. Bin ich dabei.
Sehr schön. Ich brauche Transfer Node Fluid, so zwei Stück, und Transfer Node Item zwei Stück. Oh, jetzt geht das wieder los. Scheiße. Was war das denn? Ach du Scheiße. Oh, das dauert wieder Jahrhunderte. Ich muss... Wie viele davon? Von was jetzt? Von den Fluid und Item-Dingern jeweils zwei Stück. Da oben war die Lava drinne, genau. Den Tank müssen wir auch verschieben. Ach, wird das eine Scheiße werden, ey. Eva wird entkernt. Ich höre ihn wieder. Das ist, glaub, sogar ein Auto. Mit einem ordentlichen Auspuff. Um den Eva werde ich mich offscreen kümmern. Das ist jetzt für eine Aufnahme definitiv nichts, das Umbaugedöns. Yep, okay. Gehe ich mal ganz kurz runter, gucken, wie es hier aussieht. Wir haben 2 Kupfer, 1 Lead, 2 Kohlerz, 1 Aluminium, 2 Tin und 4 Eisenerz hier drin. Und da drüben haben wir Scheiße, die wir nicht brauchen. Hält doch Stein wahrscheinlich. Ja, Cleanstone. Oh. Wie wollen wir das denn eigentlich umwandeln, dass wir es gebrauchen können? Den Cleanstone? Ja. Den Crusher? Ja, dann ist der ja 24/7 benutzt. Der ist ja jetzt schon teilweise. Du musst der nicht dauerhaft reinschmeißen. War das so? Oder so? Machen wir das halt so. So und so und so. Guck mal in den Energizer rein, pass auf. Blub blub. Warte. Die Energieleiste. Blub blub. Der braucht 3 Millionen RF, das Jetpack. Ich lass es erstmal draußen. Das ist immens viel. Hast du nur eins eigentlich hergestellt? Ne, zwei Stück habe ich. Die sind hier in der unteren, mittleren Kiste. Dann erst einmal. Aber ich lade die jetzt noch nicht, weil das ist zu blöd. Ich habe 4 Enderium Ingots. Gottes Willen. Jo, zum Ende der Folge Loot Chests öffnen. Alter, was kriege ich hier für eine... Hey, leck mich. Nee. Nee, ich öffne keine mehr, nö. Das ist so eine Verarsche. Kannst du gerne mir geben. Scheiß Tin gekriegt, scheiß Silber, ein paar Smoothies. Also, das ist ja hier unter aller Sau. Und Plastik. Gut, dann ja, ist die Folge hier zu Ende.
Rockstar, Dancer, Killer, Drop, Ballad.